Heute spielen wir weiter. Hier bei unserer neuen Basis und gleich mal. Okay, ich dachte. Noch kann ich hier bleiben. Die haben uns am Ende des letzten Parts haben uns eine neue Basis aufgebaut. Ein Ei haben wir noch nicht. Die alte Basis abgerissen und jetzt hier neu angefangen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was uns hier noch fehlt. Damit wir hier mal das Lager wieder. Ich denke, wirklich also die Pharmaziebank. Das ist die bessere Werkbank oder was? Holz und Nägel brauchen wir dafür. Nägel haben wir hier. Kann man jemand arbeiten? Und die Preise wieder arbeiten lassen. 5 Nägel brauchen wir nur, haben wir gleich. Dann gehe ich mal Holz abbauen. Ist ja hier genug. Jetzt haben wir hier ein neues Gebiet zu erkunden. Da werden wir. Und schon Ofen, ja, haben wir schon. Da drüben ist die Reparaturwerkbank. Das Paar links. Da steht die Statue mit dem Futtertrog und dem der Brühstation am Feuer. Hier müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Über da irgendwie. Hier können wir hier drumherum so ein bisschen was bauen. Mit mehreren Etagen. Mal ein bisschen. Unser Bärengarten bräuchten wir auch mal. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Können wir hier vielleicht auch mal in die Mitte packen. Da drüben an die Mauer. So sehr in die Mauer geht es gar nicht hier. Oh je, die haben Preis, die drunter standen. Vielleicht das nächste hin. Nämlich doppelt anbauen. Ist gar nicht richtig fertig geworden. Hier Holz. Ist ja klar. Zum Glück gibt es hier nur eine Holzsorte. Nicht wie in Minecraft, wo man dann eine andere Baumart auf Holz, doch wenn man Birkenholz hat. Ach, sehr schön. Jetzt können wir Heilung herstellen wahrscheinlich. Der Steinbruch und Holzfällerlager müssen noch irgendwo platzieren. Holz und Partienbruchstücke.
bisschen nervös. Steigen hier kaputt. Sind das Lager verbessern? Greenbooks und Fatals werden wirken. Interessant. Ja, Holz bräuchte ich ein bisschen. Steinbruch dafür rechts. Rücke ich die mal. Hätte ich gern ein bisschen weiter weg, ja. Auch keinen Sinn. Wir machen was. Weg zu hier. Schon über Nacht gearbeitet. Fleißig Hals. So, Holzverlage, Holz, Palen. Vielleicht nur. Irgendwo den Palium vorkommen. Da drüben. Das ist eine Palsphäre. Hungrig schon wieder. Sachen gibt's. Gar nichts da. Schöner Fluss, das ist echt wow. Nur dann auch noch irgendwann mal und ein bisschen erforschen. Ich habe mir mein Tiefhand. Für Essen. Nicht, wenn einfach dies wohnt. Talsaft gegeben. Mist. Ah, ein Zaun und Weg. Das müssen wir auch mal wieder. Sobald wir das Lager halbwegs wieder haben, müssen wir auch mal Kunden gehen hier wieder. Ah ja, hier. Die hat es ja nicht gebracht. Und die größten Hunger. Und da bei der schönen großen Burg. Irgendwo anders bei seiner Box als bei einer Box, sag mal.
Sprung. So muss das. Nicht anders. Nein, will es tanzen. Ich baue es ab. Ziele Nummer 4. Und hier sind Bären. Ach Mist. Level 1. Schnell ist sofort K.O. Macht ihr solche Geräusche? Und da scheint nicht etwas. Ein Shiny Pal. Shiny Diffnut. Das müssen wir uns holen. Kein Scheiß. Scheiße. Dann kommen die rein. Dann kommen die rein. Dann kommen die rein. Nice. Und Shiny in der Flug gefangen. Jetzt fange ich auch gleich noch mit. Nahrung super. Können wir das, nur das schenken wir uns mal an, was das so kann. Hungrig, ja, ich hab ein paar Beeren mitgebracht. Nur mal hier ein bisschen mit Grills noch machen, damit sind auch gleich viel genießbarer. Dies waren jetzt das Shiny. Ach, hier Shiny. Wir dürfen mit Level 6. Muss er gewöhnen, nicht Passivfähigkeiten. So, wir können jetzt los. Das ist mein Rückstoß. Was kann das? Was? Es kann Elektro noch dazu. Interessant. Nehmt das mal mit ins. Eine Tanzi brauchen wir wegen dem. Eine Waffenfähigkeit.
Ja, das Team ist schon gut, so wie es ist. Ich packe mal das ins Lager rein. Noch irgendwas, was halbwegs was kann, dann packe ich das halt hier stattdessen rein. Okay, wird schon das Beet besät. Keiner brauchen, ne? Was soll's für eine Art, so, soll's für eine Arbeit, Lager links. Sieht uns ja, ach, Holz, 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 Holz. Da fehlt uns hier noch einiges. Wir packen das Stück dann hin. Das ist ein Holz. Die zu schöne Frequenz hier. Schon wieder hungrig, ey. Jetzt wo wir auch Beeren haben. Gegrillte Beeren. Ach, und die Beeren haben hier noch. Das reicht noch eine Weile. Ich brauche wahrscheinlich mehr Holz. Noch mehr. Baut's mal hier hin. Dann noch ein bisschen kleinerer. Dann wollte ich schon wieder alle Bauwerke hier. So viele hatten wir noch nicht. Immer viel Holz. Ein bisschen warten. Und weiter.
Ich nehme jetzt einen Stein. Und hier wird schon abgebaut. Fleißige Tierchen. Dann stelle ich mal hier so hier zum Beispiel hin. Gemeinsam geht es schneller. Bin ich mal eigentlich mal gespannt, was passiert, was hier passiert. Questerung, das heißt eigentlich, dass ich jetzt hier mal kommen und das Wasserrad mal ankurbeln. Passiert bloß gerade nichts. Wenn ihr die Federbrille bessert. Ja. Das haben wir jetzt. Das Verwertung haben wir. Eine Freeform bräuchten wir mal. Ein bisschen Holz. Holz fehlt irgendwie immer. In den Ecken und Enden. Sortieren das auch nicht ordentlich, sondern legen es überall ab. So, 50. Ich kann die Ziele ein bisschen arbeiten. Ja, das ist ein bisschen doll mühsam. Lass mal lieber die Pals machen. Geht das schneller, da kriegt man mehr raus. Und wenn man hier abbaut. Kommen wir nach einer Weile wieder zurück. Und Waffenbruch. Nicht schön. Und das noch mal wieder reparieren. Gelegenheit ist auch normal. Gehege. Irgendwo Platz hier. Nur ja, Platz. Jetzt kleinere zwei direkt daneben, aber was soll das? Sehen wir, ob da wieder kleinere bedient wird oder was? Tatsache. Ein bisschen ungenau. Aufgehört. Spielt immer. Ja. Was auch. Das Quelle steht oben. Ich will mir das Haus weiter bauen.
geht nicht wirklich viel mehr. Das mit jetzt bauen. Muss es dann hier bauen können. Wenn ich mir geben, weil ich nur einfach unser Ding hier machen. Hier noch oben drauf. Muss so eine halb offene Hütte drumherum bauen. Nur aus Prinzip ein Fenster hin, wenn man es nicht wirklich braucht. Tja, da kommen wir dann nicht mehr weiter. Schade. Vielleicht können wir es hier so schräg damit platzieren. Ab hier geht es dann wieder. Halbwegs Videos draus machen. Ah, shit. Hier können wir zumindest noch ein bisschen
Wenn hier die Kugel im Weg ist, kommen wir hier wieder nicht. Aber wir können mehrstöckig bauen. Das ist die gute Nachricht. Hier schon mit Aussicht. Eine Tür ran. Und kein Holz mehr. Es geht also nicht. Muss erst das Bett abbauen oder was? Gut im Weg ist. Okay. Fantastisch. Reingeklettert. Hier so ein bisschen seitlich, dass man hier mit Kopf Richtung Fenster aufwachen kann. Naja. Und eine Seitentür. Türen sind offen. Ich würde das gerne ein bisschen höher haben. Und wenn wir schon in der Burg wohnen, dann können wir auch hier ein bisschen. Hier ein bisschen größer bauen. In der Höhe zwar nur, aber was soll's. Und zwei, drei Streams, wenn wir mir wieder ein neues Quartier holen. Das Holz, skandalös. Bauen die hier nicht ihren Setup? Ach nö, Mann. So dünn Preis. Und werde ich fangen. Mit dem Camp wird das doch nix. Und wer hat hier eine Grasfähre gelegt? Da
Na, wenn keine Besucher mehr, wenn wir hier mal geabnet sind. Bringen wir irgendwas hin? Ich weine nicht hier, aber. Waschrohr, aber tut sich schwer mit seiner Arbeit. Skandalös. Jetzt legt man ein anderes rein. Wir müssen doch mehrere haben. Wir haben nur zwei. Dann muss es weiterarbeiten. Und wenn man das die Stelle bauen kann. Ein bisschen austauschen, kannst abbauen. Tu das. Und noch ein hübsches Fenster rein. Eine Treppe wäre echt mega. Sie werden irgendwo hoch könnten. Kann es gebaut werden. Ich kann mal rausschauen. Können wir hier nicht einen Moment auf die Höhe packen. Holzdach. Ja, es ist nicht komplett durchdacht, aber was soll's. Hier so eine kleine Ecke machen. Sieht das wieder fast gewollt aus. Jetzt kommt man auch nach oben. Na, hier vielleicht. Ja, ist ein bisschen eng hier. Auf einmal geht es auf der anderen Seite. Kommt man da nicht mehr durch.
Nee, hier macht es mal absolut keinen Sinn. Vielleicht kriegen wir das so hin. Bett wieder abbauen. Uff. Dann geht das. Oh, hallo, Evelyn Brown, willkommen in der Community. Mein nächster Follower. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir das hier angehen können. Wenn ich lese eures, ist das... Wozu sage ich es überhaupt noch? Lese keine Flüsternachrichten im Stream. Der Live-Chat funktioniert nicht über Flüsternachrichten. Nein. Klopft, aber es funktioniert. Können wir hier auch noch Sachen hinbauen. Und hier muss noch unbedingt ein Fenster hin, Aussicht hat. Die Aussicht ist da ja nicht, aber naja. Ich bin mal wieder. Ich habe es auch nicht geachtet. Und beim Bauen wird man schneller hungrig.
Mehr Holz. Die bauen doch pausenlos ihr Holz ab. Wie packen die das hin? Verspeisen die das? Die bauen doch dort. Was machen die damit? Ne, die bauen Holz. Wie wird das gepackt? Trägst du vielleicht Gegenstände mit dir rum? Fantastisch. Ja, Mist. Hat eine schöne Treppe hingepasst. Wo habe ich denn jetzt 99 Holz her? Das lag doch noch gut, ich habe es jetzt aufgesammelt. Aber geht uns so schnell das Holz nicht aus. Packen das nicht in die Truhen, sondern lassen es dort liegen. So ist die Sache. Was wird denn da gerade bewässert? So kann man auch reingehen. Vielleicht kann man hier schon mal das Dach drauf machen. Und vielleicht reicht es auch noch für ein drittes Gestück. Schön, dass hier ein Fenster ist. Oha.
dann machen wir das hier wieder mit Dächern. Ich habe hier noch hier ein Bett platziert. Was bin ich tut? Ich muss erstmal das Dach hin. Schwierig. Eigentlich muss das Haus viel größer sein, damit wir die anständig bauen können. Das Baubett zwicken. Und das baut generell nicht. Das ist ja fantastisch. Und hier könnte ich auch eine Veranda draus bauen. Passt hier nirgendwo ran? Ja, das ist eine Möglichkeit. Bescheuert, aber. Denke ich im dritten Stück mein Brett dran packen, ja, mein Bett als Pen schon. Bauen wir hier irgendwie einen Wolkenkratzer hin. Nee. Nach der Runde mal durch.
Fantastisch. Dann kommt ihm links. Oder auch nicht. Zieh mal erstmal noch ein Dach. Jetzt weiß, wo es hin muss. Passt doch nur noch hier hin. Komm, das war doch schon mal blau. Meine Güte. Ich will schlafen spielen. Wenn es sein muss. Nicht so komplett dumme Konstruktion, aber. Nur eine Tür drin packen. Nicht in der Veranda. Balkon. Das noch groß gucken. Ich dachte, auf die Etage kommt das. Ich kann das Bett hinkommen. Jetzt wird geschlafen. Jetzt muss ich selber abholen. Ich muss von nachts inzwischen morgen. Das ist so müde, weil es die Nacht durchgemacht hat. Die Preise sind so schon wach. Da wird es morgen. Bedacht. So hier, ne? Bedacht. 2 Sekunden Schlaf. Oh, hi. Ich darf fallen. 1, 2, 3, 4. Hey, who are you? Where are you from? From Germany. Yay.
fängt auch noch Englisch zu sprechen an dem Chat. Ja, sorry, mein Englisch ist very bad. Learned English. Text to chat and text with English chatters. So, mein Bauchclub ist ja fast fertig. Tischenstühle hinstellen, das Teekränzchen machen. Wenigstens ein bisschen was. Oh no. Bitte baust du. Wie soll denn das was werden? So, hier geht's hoch. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Oha, das funktioniert. Ein Problem, ein Dach drauf gebaut. Ich glaube es kaum. Finden wir wieder. Jetzt wird mir das Holz näher. Mach den Baum mal hier weg.
hoffe ich. Dachte ich mir, dass das hier nicht reinpasst. Jetzt passt es hin, aber da kommt man da nicht mehr durch. Muss gleich wieder abgebaut werden. Wahrscheinlich. Preis komme ich dann nicht erst hoch. Muss das selbst bauen. Wie lange doch anderthalb Minuten dauern können. Jetzt bin ich hier gefangen, wenn ich das haben, kommt dann nicht mehr raus. Sehr schön. Ach, hübsch. Ein bisschen Innenausrüstung. Muss in eine Richtung. Setzen können wir uns nicht. War ja klar. Wir müssen wieder gesättigt werden.
Ein schöner Balkon hier. Können wir uns hinsetzen und nach draußen gucken. Aussichten genießen. Sich in ein paar Einrennen saufen. Ein Holzmesser ist wieder los. Hier nur ein kleiner Barocker. Finden wir hier mal noch ein paar Bäume. Schön was trinken. Trinken ist wichtig. Bei dem ganzen Gebäude. Es ist nicht hübsch, aber selten. Der Klump hier. Machen wir hier unsere Taverne im ersten Stock. Eine Taverne baue ich gerne. Noch ein bekümmertes Schirm. Was dich aktiv nutzen können, muss doch beim Vorbeigehen was Hübsches sein. Oder hier.
Na, das ist doch was. Können wir uns nicht setzen schon. Sieht es beim Vorbeilaufen echt schön aus. Eine Hausbesichtigung. Vielleicht nehmen wir ja dann doch hier ein bisschen länger. Und da fehlt mir das Holz. Muss man das Holz halt selber abbauen. Waffenbruch, schon wieder. Skandalös. Ein bisschen was vom Fuchsbau. Das Holzfutter. Das wird jetzt hier absuchen. Ja. Schaffen es die Preise überhaupt hier rein? Naja, in die erste Etage zumindest. Sinnvoll. Nicht klettern können, jetzt brauche ich dann. Kein Wurzelbau durch Dingens. Treppen.
würde ich noch mal langsam das Dach hinpacken. Ich hab's befürchtet. Wahrscheinlich dann so hier. Muss hier dann noch mal wie schon so ein Untergang im Holz mehr. Wow. Kurz mal den Sonnenuntergang genießen. Oh, da drüben auf der Insel ist was Tolles. Der große Ozean. Dass es hier wieder ein Problem gibt. Hab ich schon geahnt. Zweite Nacht, die ich mir hier umschneide. Muss überdacht sein. Dreckiger. Und dann kommen hier die Phantome.
Leck mich doch, Mann. Was wäre das jetzt so schwierig? Unten ging es doch bei der Veranda ging es doch supi. Einmal ein bisschen das Patent für ein Dach erfinden. Wenigstens die Waagerechte. Leckos mio. Guck mal, hier haben wir doch ein super Dach hingekriegt. Und kleiner Ziel gerade. Jetzt kann ich nicht schlafen, weil das Dach noch nicht fertig ist. Stimmt. Geht das andere nicht drauf, weil. Das ist überdacht. Jetzt müssen wir dann nur irgendwie. Dach drauf kriegen. Sehr schön. Das fällt mir noch nett aus der, auf dieser Seite. Sehr schön. No. Das ist wahrscheinlich fürs Dach auch kein. Fürs Dach reicht es noch. Für ein Dach zumindest. Schon lange es dauert, bis ich hier runterfliege. Sollten wir vielleicht mal eine Sicherungsplattform bauen? Na komm, Dach. Eins höher. Das Bug fräst das Spiel noch nicht. Optimiert. Ein bisschen mitdenken kann das Spiel auch. Wo vier Wände sind, kann vielleicht ein Dach drauf kommen. Noch ein Händler. Lass den mal weiterziehen. Den fangen wir nie. Mist, jetzt bist du wieder tot. Ja, ja.
Was ist denn heute los, mein Fresse? Ping Worker 2. Follower, willkommen in der Anecdotum Community. Ich antworte immer noch nicht auf Flüsternachrichten. Ich hatte mal so einen Tag. Bist du richtig ein? Nicht aktiv im Chat mitschreiben, aber dann kommentieren, flüstern, Flüsterfall machen. Die M-Nachrichten schicken wir dann. Dann verstehe ich auch nicht, warum Leute hier Flüsternachrichten schreiben. Es ist doch deutlich, dass deutlich umständlicher als einen Chat zu schreiben. Das ist natürlich, ja, das ist wirklich die maximal aufwendigste. Dass man meinen Namen raussuchen oder erstmal. Macht denn sowas? Sind die auch alles englischsprachige oder amerikanische Accounts? Macht man das so in Amerika? Machen das englischsprachige Streamer ihren Chat über Flüsternachrichten? Hey, downloadet. Beschissene. Ja, wie gesagt. Nicht schön, aber schön selten. Aber jetzt mal eine kleine Unterkunft. Nachtstuschen.
Na, dann halt so. Ich baue daran von unten. Was haben wir erstaunlich lange Arme. Ein kleines Nachtlicht in Form der Fackel. Natürlich können wir noch aufstellen. Super, wird uns im Weg stehen. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Girl. Mist, ich komme da nicht hoch. Ach komm, die letzten Meter. Das Whatever Spider-Man Moment tut. Einfach für den Gag wollte ich noch ein Schild aufstellen. Hier noch was aufschreiben. Wer das liest, kann sehr hoch klettern. So sieht's aus. Gut, dann werden wir mal erforschen gehen. Vielleicht sind wir unterwegs nochmal ein Händler oder so. Wie sieht es denn hier aus? Kühlbox und Pralsphärenmerkung. Cool, Technologie-Dings von was? Nein, noch nicht. Kühlbox,
Beim Kühlschrank. Heizfehlenwerken. Die könnten wir sogar schon mal so freigeschaltet hätten. Gut, na dann, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Steampause. Gehe ich mal Gegend erkunden in die Richtung, mal noch ein bisschen vielleicht ein paar neue Pals entdecken. Eine Gebiete freischalten. Boah, das Wasser ist grün. Irgendwie ein bisschen ekelhaft. Boah, na dann. Bleibt dran, wird noch spannend. Kurze Pause. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am Ufer hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sperrumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie kann auf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss... Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mach das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun?
Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. Ein bisschen der feingefühlte Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich nur kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Komm, hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Ist jetzt Hufflepuff, wie immer sein würde. Raus aus deinem Stein. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erfährt. Na toll. Hat jemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann? Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was und deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Am Schiff Flash hat großes Brecherhund. Nein, da müssen wir unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Wenn diese Drohung mit drin ist. Mein Gefühl sieht alles anders aus, glaub ich. Du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Zeig mir die Tochter.
Hals-Maul-Arsch. Hals-Maul-Arsch-Gesicht. Willst du es kommen? Geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Mist, sag. Ja, heul doch nicht rum. Halt, komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du... Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Yep. We'll be out of here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben wir noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist... Ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh. Oh nein. Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Das ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht. Modi, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja. Sofort. Flame is good. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free-to-play, oh nein, ist ein Free-to-play-Game. Das haben wir ein bisschen nur gezwungen zu übertragen. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel.
Netflix Kultur zu haben, wenn natürlich. Wenn Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den Secrets aber mit verlieren. Stimme den Geschäftsbedingungen zu Artikel 1 Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Dienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielanleitungen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kindeschnur gelesen mit meinem Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Sind wir endlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Oh. Ich hab wohl die Nacht über hier gestanden. Dass man hungrig ist. Na dann. Auf in die Wildnis. Ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Wolle sammeln. Fangen wir auch mal nicht mehr, davon haben wir schon 11. Wir brauchen was später, um irgendwie einen Zusammenmatscher irgendwie Palbrühe herzustellen oder so. Ich meine da schon was gesehen zu haben. Da gibt es Möglichkeiten. Hier. Das Eisen nehme ich mal mit. Und das ist nicht das Eisen, das Erz. Sorry. Mitten rum. Zum Glück nicht weit.
Ich baue nicht schon plötzlich wieder ab. Was haben die denn hier fallen lassen? Wir bauen neue Kisten. Ablegen, dass sie ablegen. Das brauchen wir unterwegs auch nicht. Geld durch das beiden. Interessant. Weiter geht die Wanderung. Komm her. Was? Einfach dies Mond. Und dann getaucht. Ach Mist. Und das Tanzsiegen noch. Und doch nicht mit dem Grün. Unnötige Verschwendung. Wolle gedruckt. Bleibst du hier? Moment, die hauen halt lieber ab, anstatt anzugreifen. Hier geblieben der Funk. Du rennst hier gleich zum nächsten Post, ich sehe schon. Dann kannst du nicht für jedes anständige Paar angreifen, wenn ich dich attackiere. Ist das gleich der nächste Turm oder ist das der Syndikatsturm, den wir noch nicht geschafft haben? Oha. Was haben wir hier? Angriff. Ich würde mal auf Angriff gehen. Und wird dann irgendwann mal effektiver das Bossfight schaffen. Oha, Level 10. Wollen wir das schon? Egal.
wir werden angegriffen müssen. Ja, 1%. Ach, gerade auf das 1%ige. Ich bin lebensmüde. Na komm jetzt, 18%. Scheißdreck. Ich werde, glaube ich, mal das Item droppen ausschalten an der Stelle. Falls es noch geht. Langsam irgendwie lästig. Gerade ab einem höheren Level. Ob man dann nachts durch die Wildnis muss. Am Anfang ist es lustig, aber irgendwann. Ich schalte mal ein, dass wir das behalten dürfen. Das ist ein großer Turm. Wie sind das? Die Burg und der Turm sind dann am Ende Bossgebiete. Also wird das Schweinsyndikat dort im Turm ausgeschaltet haben. Das baut dann der nächste dort in der Burg. Das wäre etwas unpraktisch. Sind wir ja zugelaufen irgendwie. Ach, weißt du, wo wir schon mal hier sind? Zu den Spieleinstellungen. Können wir das nicht im Nacken nur noch ausschalten? Was sind 50 Kilo Grafik? Shit. Nicht unter den Speeren stellen. Tja, da müssen wir erstmal noch damit leben. Vielleicht kann man es im Hauptmenü irgendwie ändern. Und da werde ich jetzt nicht reingehen. Ich könnte noch mal einen Barkreisen Versuch. Wo wir jetzt nicht unbedingt stärker geworden sind. Wo ihn hier haben, haben wir jetzt mit dabei auf Level 13. Versuchen wir es nochmal. Thank you.
um das Tutorial endlich zu beenden. William Griswold. Erstmal verstecken hier. Und Attacke. Ja, der hat ja lange ausgehalten. Ein bisschen Schaden kriegt sie schon dadurch. Ja. Na komm. Attacke. Ah shit. Ich muss halt erstmal ausweichen. Der war, glaube ich, ziemlich gut. Ich in Erinnerung. Macht einiges am Schaden. Jetzt auch mal. Lebensmüde. Auf einhauen. An 26, das ist doch schon sehr schön. Scheiße. Auch da. Wir müssen auch mal ein bisschen austeilen. Oh nein. Nostanzi. Attacke. Und dann muss schon noch 20 Licht runter. Jetzt habe ich ein bisschen Schaden gekriegt. Los, Verbot hier. Oh oh. Oh Scheiße, das sollte nicht passieren. Rüstung beschädigt. Oh, nein, nein, ah, Scheiße. Nein, gelatscht. Das darf nicht passieren. Und rein dort. Leider keine alternative Rüstung. Mein Pal mal ein bisschen für mich kämpfen. Komm, Modi. Klapp an dich.
Ach du Scheiße, das ist doch Verfolgungstour. Na komm, greif schon an. Was machst du nur? Das lässt sich auch nicht ablenken. Was soll ich denn da machen, dass du mich hier komplett auf Verfolgung geht? Ja, shit. Na, ich bin jetzt alleiniges Ziel. Nein. Nichts ab für mich. Fünf Minuten haben wir noch, ist schon auf 10 runter. Wir sind besser als vorher. Ach, mit Heilung jetzt hungrig. Verarschen. Ob du mich verarschen willst. Ach du Scheiße. Hey, Sackflash. Wir sind fast down. Tanzi. Kann doch jetzt wieder zu den Waffen. Muss doch was bringen. Na komm. Ach, Scheiße. In der Zeit schaffen wir es jetzt wahrscheinlich nicht. Versuchen noch irgendwas zu essen. Vielleicht irgendwie zu heilen. Da kommt Kabuki. Auf 7 runter. Na komm. Feuerpal. Auf 6 runter. Wenn ich so verdammt wenig HP hätte, die ständig verfolgt würde. Oh shit. Ah, ich bin am Arsch. Ah, Scheiße. So dicht dran. 5 oder so hatten wir es schon runter. 6 oder 5. Close. Gib mir noch ein bisschen Training und ich hole mir das. Und Bilder fangbar. Ohne Ausrüstung. Na komm, bleib drin. Sonst haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Mal töten. Wollt mir halt mal Menschen schon.
komm. Die kann man nicht wirklich zielen, aber... Ah, verdammt. 14% sind halt noch ein bisschen... Den nur töten. Durch Munition gewinnen. Ich glaube, es ist mehr ein gewollter Bug. Was man da hier fangen kann. Und wozu wirft man halt den Ball richtig? Und ich bin nachtblind. Wo ist der Checkpoint? Ah, da drüben. Oh. Ein Bumblebees. Hi. Komm im Chat. Jetzt mal hier aktiv im Chat und dann sind es nur englischsprachige. Dann bei hier inzwischen. Ah ja, ein bisschen was können wir. Ja, unbedingt. Auch auf den Kampf hin. Das haben wir. Sattel. Pflanzen-Set. Wir müssen jetzt noch Pralsphären wegfangen. Ah, die Kühlbox, Mist. Die ich machen müssen. Dann brauche ich jetzt ein bisschen Holz und dann kann ich die Pralsphären herstellen. Kann ich eigentlich eh schon, aber... Die wird random gut gedruckt oder was? Von dem Eis-Pokémon. Eispal. Wir müssen aus dem mal die Rüstung reparieren. Ruckelt gerade ziemlich. Ruckelt gerade sehr, ja. Shit. Muss ich natürlich den Hut verkacken. Achso, Holz, ja. Da war ja was. Welche spritzt, während ich hier abbaue.
Ja, jetzt können wir die herstellen. Sechs von denen herstellen. Kommt keiner mithelfen. Megasphären produzieren. Ich glaube, die anderen könnten wir schon an der Werkbank Megasphären konnten wir noch nicht. Wenn wir irgendwann weitere noch finden, können wir dann wahrscheinlich auch noch weitere Hypersphären, Meistersphären. Das könnten wir schon immer. Ach, das geht schnell. Hätten wir das Kühlturm müssen wir nochmal holen. Kühlbox. Vor allem so viel wahrscheinlich dann für Paris. Wenn ich verfehle, dann wird es angegriffen. Na komm, geh rein. Ach, das ist doch nicht wahr. Diese Händler mal wieder. Oh! Depresso. An dann der Blick des Golds. Oh nein, wird der Presse getötet. Und gehauen und gewillt. Das ist gut im Kampf. Giftschuss. Nee. Muss vielleicht irgendwas leveln ein bisschen. Würde ich trotzdem hier weiter retrieben müssen da. Tauschen wir denn dafür aus? Elektro brauchen wir noch nicht. Oh. Schmeißt sie in die Arbeit wirklich auch weg. Armes Paar.
Okay, den Schläger muss ich glaube ich mal ein bisschen verbessern. Und so wäre das hier. Holz brauche ich dafür. Das kann da los. Leg ich immer wieder Holz rum. Also mit Türen hat es der Charakter noch ein bisschen. Ist noch so eine Sache. Bergbank noch irgendwas. Feuerpfeile. Moment, die hätten auch geholfen, was kann. Lass mal die Wetter arbeiten. Ab von der Ferne. Kann ich mal in der Zeit noch. Oh, was ist das hier? Schwache Medizin. Metallbaum kann ich dann auch. Medizin, starke Medizin. Oh, wohin habe ich, glaube ich. Eins bräuchte man dafür noch. Spieljugoser Saft. Seltsamer Saft. Metallbanken noch herstellen. Ton kriegen wir dann wahrscheinlich. Und ein paar müssen wir dafür ermuchsen. Ja, 11 hier. So, wir kommen. Jetzt haben wir jede Menge Feuerpfeile. Oha, ein Hundkrackers. Das ist. Ach man, verdammt. Einmal zu viel. Kriegt man nur Fasern von. So eine Chance wäre es gewesen. Meine Fresse. Level. Jetzt was nicht finished. Level 11. Dann zu zweit. Ich habe keine Chance. Komm, Attacke.
Tentakel, sag ich. Wenn ich sie nicht fangen kann. Ausweichen. Lass die Paisali ringen. Mist. Hätten wir kriegen können. Ja. Fantastisch. Ball verschwendet. Heilung haben wir noch keine. Da war ich gerade dabei. Oh, da wäre 11 Schnitt. Ich meine, wir sind eher am Arsch. Auf geht's. Was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Nichts, was haben wir zu gewinnen? HP. Hochgestufter Preis. Yay. Stellen selber, ja, siehste. Stoffbekleidung, Blauplan 4. Stoffbekleidung legendär. Wow. Was tut das Lager? Um sie denken, der ist bestimmt besser als die ich gerade trage. Oh. Die Bäume gekracht. Ah, hier können wir was machen. Nein, nur ein. Kühlbox können wir noch nicht. Wo können wir denn das hier? Das Rezept für Stoffbekleidung frei. Mit die Werkbank. Warum nicht hiermit? Verstehe ich jetzt nicht, warum. Okay, wir brauchen die 5 Metallbaum. Sind Metallbaum. Okay, starke Medizin machen. Eine. Eine große Güte. Das dauert ja Jahre.
ich hier noch eine primitive Werkbank hin. Schatten, die legen die Rüstung frei. Tja, also... lernen. Ja, das Internet ist gerade wirklich bestialisch scheiße. Aha, aber ich hab's da doch noch nicht. Stoffkleidung legendär. Primitive Werkbank. Ah, ist die Stoffkleidung legendär. Stoff und antikes Bauteil. Ach, das geht ja auch hier. Medizin möchte dann gleich mal beim Bosskampf ausprobieren. Mal schauen, ob die wirklich so legendär ist. Jetzt antike Bauteile her. Dann fliegt's ja kaum was. So, schau, ob ich da hier mal irgendwie. Glaube ich, Hand haben, um mitmachen zu können. Und da nur einer dran arbeiten kann. Stark können wir jetzt ziehen. So ist halt nicht so schnell herstellen können. Hätte ich dann wahrscheinlich auch super sofort auf das Ganze. Dann schauen wir mal, wo wir antike Postteile, antike Bauteile herkriegen.
kurz. Aha. Dungeon Boss und Glückspreis. Boss besiegen. Ah ja. Ich hoffe, die Rüstung ist dann auch wirklich legendär. Dann würde ich auch, dann würde ich mal zweite Rüstung oder so mitnehmen. Wenn die Rüstung kaputt geht, kann man dann gleich eine andere ausrüsten. Aber ist da schon dran. Die Bosse hier, die man machen kann. Wir könnten es nochmal auf den Morast schmeißen. Das direkt neben dem. In dem alten Lager. Und dann müssen wir das ja. Das ist irgendwo noch wilder als der Boss im Turm, aber. Dann irgendwann. Das ist wieder auf 4000, oh Gott. Das geht mal nie. Oh Gott. Naja, er hat immer noch so eine OP-Attacke. Muss mit einmal treffen, Minister. Das ist das Geschichte. Das ist der Endboss hier im Spiel. Ich versuche es immer wieder. Jetzt noch weniger HP, deswegen verstehe ich das nicht. Zu weniger HP als der Bossgegner, aber. Puh. Kampfunfähig ist natürlich schlecht. Wie die falschen Sachen ausgerüstet. Was? Wie kann denn das sein? Kleines Hühnchen hier. Frech. Oh, halb fertig. Arbeiten noch dran oder was?
Wir müssen doch hier erstmal das Team. Jetzt packen. Nur müssen die keiner mit dabei. Und wir sonst sich ablenken von anderen Aufgaben. Jetzt braucht es dafür. Ja, die Bauteile werden wir dann noch irgendwann mal kriegen. Und aus irgendwelchen Gründen den Bossgegner drin. Wenn es keine Lebewesen, sondern Maschinen sind oder so. Keine Ahnung. Starke Medizin, die muss was wert sein. Warum genau arbeitet da keiner dran gerade? Ne, hier, mal los. Das muss heute noch fertig werden. Konzentriert an einer Sache arbeiten ist auch schwierig. Wir gehen nochmal den Boss versuchen zum Stream deswegen. Da will ich die starke Medizin für haben. Ja, bitte, jetzt wahnsinnig spaßig. Sonst so. Nee, das lohnt sich da nicht. Eine zweite Chance. Also auf 200 irgendwas von der. Preise arbeiten ja nicht dran. Mit anderen Sachen beschäftigt. Müssen wir denen sagen können. Arbeitest du jetzt nur an dieser einen Sache? Ich würde
das geht nicht wirklich. Dann basteln wir uns halt die Finger rund. Ja. Mittelalterlich alchemistisch. Dafür braucht man komischerweise eine Ausdauer. Wir haben es gleich. Noch hier ein paar Zutaten mixen. Ach, zum Ende hin auch nochmal freikommen. Starke Medizin. Jetzt aus Versehen nehmen. Nährwert 1 und jetzt einen starken Medizin nehmen. Nein, erschöpft und depressiv hilft. LP lässt sich damit nicht wiederherstellen? Okay. Was für ein Schwachsinn. LP lässt sich damit nicht wiederherstellen, Wozu haben wir den Scheiß dann gemacht? Ja, LP. Das ist Medizin, aber damit kann man keine LP herstellen. Großartig. Das geht, glaube ich, durch Essen am besten. Zwei Minuten dann wieder. Ein bisschen Nahrung. Alles für uns so. Brauer. Stimmt, wir haben ja ein Ei. Jetzt ist dann ein neues Paar raus. Na komm. Vielleicht wieder einsatzfähig.
So, wir kommen zurück. Dann machen wir mal noch einen Versuch. Starke Medizin hilft mir gegen erschöpft. Zug den Geschöpften und du bist so ein Blödsinn, wenn du das. Also hängst dich damit nicht. Das machen wir dann mit Beeren oder so. Auf geht's. Warum sitzt denn keine Pause an? Und der macht auch schon super Arbeit. Um 28 schon. Oh Scheiße! Ich bin ein bisschen dumm. Dass die Paars kämpfen. Ah, ist effektiv. Hat mir gerade gesagt. Lässt ihn mehr kämpfen. Warte, ich hab Pfeile. Intelligente kämpfen wir auch mal. Ew. Kämpf nicht so. Radwegs auf mich zu. Dumme Sache. Das soll Medizin mit uns haben. Ja. In den Arsch. Anweisen. Das macht sie doch. Mit 20 haben wir schon runter. Oh. Attacke. Jetzt noch bitte abonnieren. Ja.
Oh, shit. Gute Schilder, die ich habe. Ich hab keine Pferde mehr. Aber schön, es ist schon 14 runter. Ich bin direkt reingelaufen. Langsam verstehe ich die Idee von den Kämpfen. Ich muss halt irgendwie versuchen, auf Abstand zu bleiben. Ist nicht wirklich. Vielleicht ist, wenn der mir wirklich auf den Fersen ist. Ich muss ja darauf hoffen, dass der sich auf das Paar stürzt. Boah, meine Fresse. Der will mich hier echt gerade. Warum macht mein Paar nichts? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte wirklich draufsetzen, dass das mein, Paar das hat. Die Paar ist das erledigen. Und jetzt hier selbst angreifen. Und ich hoffe 10 runter. Ah, fuck. Schilde sind weg. Fernangriffe waren Gold wert. Ich glaube, der ist ein bisschen lame. Ich auf das Paar. Shit, 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 weg. 7000, na komm. Muss doch irgendwie. Ich glaube, wir sind wohl nicht mehr effektiv, aber trotzdem geht's down. Dann kann doch weglaufen. Na komm, angreifen. Shit, 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 shit. Essen. Eine Minute haben wir noch Zeit, ich muss halt irgendwie drauf. Hilft nix. Jetzt
Zeitbeschränkung ist halt auch ein bisschen dramatisch. Oh oh. Oh nein. Die Bomber tanzt sie wieder. Noch nichts zu den Waffen. Ich hab keine Zeit mehr. Da kommen 2000 noch. Das kriegen wir irgendwie. Das ist 30 Sekunden. Das haben wir gleich down. Ja! Was eliminated. Cool. Puh. Sehr schön. Turm des freien Syndikats. Geschafft. Ach du Scheiße. Jetzt sterbe ich unten. Ist das wahr? Wir wären der Boss-Sieg. Hätten nur oben den Schirm verschatten sollen. Sag mir nicht. Dass das jetzt das Problem ist. Ich muss mal pennen gehen. Buggy, 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 buggy. Den Boss haben wir jetzt auch schon, oder? Ich wurde jetzt runtergestürzt und das war so ähnlich. Bin ich gespannt. Den Turm wahrscheinlich nicht, aber geben wird's. Das Spiel ist jetzt eine Pixel-Show. Sag mir nicht, ich muss den nochmal machen. Nee, oder? Jetzt schon mal noch nicht freigeschaltet, oder? Am Arsch, nee, den mache ich nicht nochmal. Und da oben den. Dafür zu markieren. Besiegt. Also und die Punkte dafür haben wir jetzt bekommen. Keiner guter Beutel. Ein Beutel, in dem man Futter mitnehmen kann, schaltet ein Auto für Slots frei. Naja, nee. Interaktenpistole finde ich schon wertvoller. Den würde ich mal freischalten. Puh. Achso, ich habe 4 Technologiepunkte. Wenn ich den Safter noch. Und mal den Futterbeutel noch mit dazu. Das können wir dann natürlich logischerweise noch nicht. Gehe ich mir noch auf. Hier spare ich noch gerade auf das A-Box, können wir auch bald freischalten. Q-Box. Joa. Haben wir zwar den Checkpoint jetzt hier nicht, aber
Kann ich das Bosskampf nochmal machen oder wie? Was besiegt haben? Oh nö. Und dann lass ich mich. Ich hau vor der Brille drauf. Da glaube ich alle nicht mehr kampffähig, oder doch? Ich geh vor der Möhre. Oder das will ich gut. Jetzt geht's ja um nix. Vor der Attacke. Vielleicht auch ein bisschen was zu bringen, aber. Wenn wir es so schaffen, dann bin ich beeindruckt. Wir haben es ja schon mal geschafft. Gut, alte Barbarentaktik. Geht nicht immer auf. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt klappt. Ich meine, noch 20 Runden haben wir es schon. Macht schon ordentlich Schaden. Rüstung beschädigt. Dachte ich mir. Nein, diese Ausdauerbalken. Ausdauer hat auch Auswirkungen auf den Kampf. Wir haben es geschafft. Wird es auf der Map nicht als solches markiert, aber. Gut. Ich mache was irgendwann nochmal, wenn wir mit Schusswaffen kommen. Rennen wir dann nochmal durch. Tun wir uns den Checkpoint oben auf dem Tower. Na dann. Haben wir uns ein Haus gebaut. Ist ein Anker fertig gemacht und Depressung gefunden. Und das Tutorial abgeschlossen. Willkommen im Hauptspiel. Rüstung, ich muss mal Rüstung reparieren gehen. Und das Eis fertig. Ja, mach mal. Oha, ein Garlic-Claw. Level 1. Ja, gut. Lange nichts gebrochen. Kampf auch nicht wirklich. Schön, das auf der Box zu haben. Jetzt echt guten Loot. Ich
keine Beeren mehr. Löffel ist so cool. Kampfunfähig sind sie nicht, aber doch hier. Dann sie. Vielleicht nochmal auf den Turm drauf kommen. Und vielleicht Aussicht auf unser Camp. Den hässlichen Klotz, den wir heute gebaut haben. Ja. Ist hier oben noch was? Hier könnte man super Sachen bauen. Mit den Gleitern dann nicht mehr dabei. Ich misst dann das Ei. Oh. Ich hoffe, ich liege richtig. Wenn ich meine Vermutung, was da drin sein könnte. Hier ist eine Truhe. Preisschwier und Geld. Und die Zimmerklettern. Sehr schön. So sieht unser Lager momentan aus. Nutze ich jetzt Thumbnail. Jetzt muss man das Ei ausbrüten. Könnte was sehr Schönes drin sein. Und schon halten wir noch durch. Das trommelt die Katze. Horn ist eine Zutat für ihn. Medizin. Das heißt, wir verwenden hier Elfenbein. Nicht sowas nachmachen. Ich meine, es ist Privat hier. Wie fast Sklaven noch Tiere. Jetzt nicht gerade so, dass das hier ein robotisches Spiel wäre. Pfeile. Macht ihr mal.
Depressor fühle ich aber auch anders. Freitagabend hier noch am Schiff, am Steinwerk. Dass die anderen Truppen so eine Freude dran haben. Eher so unwillig mit der Spitzhacke. Die Presse, mein Liebling. Stream dann mal ein bisschen mehr erkunden. Jetzt ist ja nichts mehr. Jetzt haben wir ja nicht mehr Bossfight-Vorbereitung. Auch wenn der Turm immer noch steht, jetzt Besiegsturm. Wenn jetzt kein Haken dran ist, weil wir den Turm nicht zu blöd war und einen Schritt nach hinten getan habe. Statt nach vorne. Den nur noch betätigen müssen. Über den Marker auf der Karte gehabt. Ich blöd. Immer noch. Ich hoffe, der andere merkt man nicht hier. Feuerpfeile. Wenn man ihre Werkbänke hat, kann man parallel. Was ist denn hier? Wer peinlich da? Was sind denn von denen hier Feinde? Ja, die sammeln sich selbst durch den Anbau. Was sind da jetzt? Okay, ich habe was anderes erwartet. Wo sind jetzt? Die kleine Fee. Die wir bekommen haben. Gleich im Team, weil. Team K2 war Luftkanone. Ein Blitz ist er. Ja, du. Entwickeln die sich oder gibt es da noch eine. Gibt es dann später noch eine andere Version von? Ich meine, die sind jetzt an Level 16. Ist eine Menge. Wow. Manche haben ja. Das hier aus. Ja, die im Lager, die sind. Ganz gut. Der ist nicht so viel. Na hier. Das Ake Steel. So ist dann. Das wird schon ordentlich rein. Ich warte noch auf Tanzen.
Und dann wollen wir mal die Presse mit reinnehmen. Ach, ein Händler. Abgemuchst nennen will. Ich würde mal Arzogs austauschen. Auch wenn das ein gutes Feuerpal ist. Dejun würde ich rausnehmen. Also wirklich, Warum Boss kommt heute nicht? Weiß ich nicht. Und Tanzi und Depressor mit rein. Muss dann noch ein bisschen aufs selbe Level geholt werden. Können ja vielleicht auch ein bisschen was Giftschussen. Ja, Stein und der könnte ganz gut. Noch irgendjemanden nur die drin ins Lager packen. Giftfelder. Hier macht man nix. Na gut. Können wir zum Schluss nochmal die Aussicht genießen. Fand ich so schön hier auf dem Turm. Der drehe ich nochmal hoch. Oh, ungünstige Statuspunkte. Vielleicht eine Ausdauer. Warum habe ich 700... EP, wir waren doch schon auf 900. Und was ist da los? Wurde ich gedowngradet am Bosskampf? Man sehe ich schon auf 900. Was ist denn da passiert? LP 1000 habe ich jetzt erhöht. Was war denn das gerade? Stimmt da gerade was anderes? Als nächstes machen wir mal die Ausdauer. So wir 1000 LP haben. Das wird nichts. Ah, schön, der Sonnenuntergang. Ja gut. Machen wir das nächste Mal Montag mit weiter. Mit Palwood. Dann wird ein bisschen erkundet wieder. Jetzt, wo wir das Tutorial durch haben. Wo neue Lande entdecken. Neue Bosse. Und irgendwann kriegen wir auch das Anfangsdings dorthin, das große, was hier auf dem Kamera, auf dem Bild ist. Das rechts, das Mammutel oder wie das hieß, ne, Mammutel oder ein Pokémon. Gut. Ich würde mal sagen, schicke ich in Endcards, dann wählen wir noch unten. Und dann sehen wir uns nicht morgen am Samstag wieder, morgen das Leipziger Buchmesse. Da werde ich auf der Buchmesse unterwegs sein.
für mich auf der Buchmesse finden. Ja. Ansonsten, ja, Montag dann wieder zum Pirate. Und dann nächste Woche hoffentlich dann auch wieder Mittwoch zu Dingens, Encodia. Ist nicht so lang, vielleicht schaffen wir es am Mittwoch schon durch. Jo. Ich sag danke fürs Zuschauen und ab in Endcard. Bye.